Sie interessieren sich für die Möglichkeiten, die Trading bietet, aber haben nur wenig Zeit? Kein Problem. Anleger mit wenig Wissen oder Zeit müssen nicht auf gute Marktchancen verzichten. Eine effiziente Trading-Strategie entlastet Ihren Zeitplan und erwirtschaftet eine konstante Performance. Die Vorteile von Handelsansätzen, die klare Vorgaben für Handelszeitpunkt und Richtung liefern, können Sie heute Abend im Online-Seminar entdecken. Aber auch für Anleger, denen dieser Zeitaufwand vielleicht zu groß ist, haben wir eine komfortable Lösung im Gepäck. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstagabend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sowie ein herzliches Willkommen zum Finanznetzseminar. Mein Name ist Jasmin Menzin und ich darf Sie in den kommenden 60 Minuten als Ihre Moderatorin durch die heutige Veranstaltung begleiten. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute mit dabei sind und gerade schon sich so zahlreich einwählen. Genauso sehr freue ich mich, unseren heutigen Gast in dieser Runde nun begrüßen zu dürfen. Guten Abend und herzlich willkommen, Iris Heinen. Schön, dass du heute Abend bei uns bist, Iris. Ja, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr, sehr gerne dabei. Hallo. Iris, du lebst seit 2010 beim Online-Broker WH Self Invest dein IT-Know-how und deine Leidenschaft zu Finanzen aus. Seit 2020 widmest du dich außerdem intensiv der hauseigenen Vermögensverwaltung Investui und unterstützt die passiven Investoren. Was sollten unsere Zuschauer sonst noch über dich wissen? Oh, das bringt es eigentlich schon relativ gut auf den Punkt. Also das ist wirklich das mein Schwerpunkt in den letzten Jahren, was ich mit großer Begeisterung mache. Das passt schon sehr gut. Vielen Dank, Iris. Bevor wir in deinen Vortrag einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unsere Expertin weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir in einer Fragerunde aber auf jeden Fall noch gemeinsam offene Fragen klären. Nun haben wir Sie, liebe Zuschauer, genug auf die Folter gespannt. Iris, du bekommst von mir die Rechte und dann kannst du direkt mit der Präsentation starten. Wir sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. So, das scheint gut zu funktionieren. Und ja, dann lege ich auch wirklich sehr gerne los. Vielleicht noch an der Stelle, während Sie den Risikohinweis zur Kenntnis nehmen, vielleicht noch mal als Ergänzung zu das, was Jasmin gesagt hat. In der Tat bin ich seit 2000, ja, muss ich jetzt selber noch mal überlegen, 2010 bei WH Self Invest und betreue das Produkt Investui seit 2020. Das ist seit 2020 auch am Markt und das heißt, seit der ersten Stunde bin ich auch da dabei. Vielleicht für alle diejenigen, die noch nie was von WH Self Invest oder auch von Investui gehört haben, da würde ich natürlich ganz gerne noch mal einhaken, damit auch der Gesamtkontext klar wird, mit dem ich mich auch über die, ja, die nächsten halben Stunde, 40 Minuten auch beschäftige und versuche, Ihnen auch näher zu bringen. WH Self Invest ist ein Broker, ein Online-Broker seit 1998. Das heißt, wir hatten 25 Jahre Jubiläum im letzten Jahr und wir sind vorzugsweise für Futures und CFDs, werden wir ausgezeichnet. Und bieten hier wahnsinnig viel an für diejenigen, die ihre eigenen Strategien umsetzen wollen, die mit einer Plattform arbeiten wollen, ihre Analysen machen, Chartanalyse, Fundamentalanalyse dann auch konkret umsetzen. Also, wir sind wie ein Ausstatter beim Fußball, zu verstehen. Sie sollen mit WH Self Invest die besten Möglichkeiten haben. Und aus diesem aktiven Traderkreis kam eigentlich über die Jahre hinweg immer wieder die Frage, habt ihr denn nicht irgendetwas mit den Qualitäten, die ihr bei WH Self Invest habt, auch was für diejenigen, die eben keine Zeit haben, die auch vielleicht die Nerven nicht dazu haben, also die rein emotional gar nicht selbst traden wollen. Also es muss gar nicht immer nur die Zeit sein, aber dies halt eben nicht selbst tun wollen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und daraus ist tatsächlich über die Zeit, ja, über eine längere Zeit, also Investui gibt es jetzt nicht ad hoc, sondern das war wirklich eine Idee, wurde geboren. Sie wurde auf unterschiedliche Weise erstmal erprobt, ausgetestet, nachgebessert, bis wir dann 2020 mit Investui an den Markt gegangen sind und hier ein anderes Klientel ansprechen, also eher die passiven Kunden. Aber natürlich, das, was wir mitbringen, sind einfach die Qualitäten aus dem aktiven Handel. Und da soll jetzt nicht schon aktiv den falschen Eindruck erwecken. Sie müssen tatsächlich mit Investui entweder Sie haben keinen Aufwand oder einen minimalen Aufwand. Ich habe es heute mal mit minimalem Aufwand bezeichnet. Das ist eigentlich das, dass Investui
die Kunden entlasten will im Handel von aktiven Trading-Strategien, saisonalen Strategien. Das will ich einfach mal vorwegnehmen. Ja, und dann sind insgesamt 4 Strategien bei Investui. 2 habe ich heute davon mitgebracht. Die ersten Folien werden ein bisschen eine Hinleitung sein, auch zum Thema, also aber auch, damit Sie verstehen, was eigentlich Investui genau, wo die Erleichterung und der Mehrwert herkommen soll, den Investui Ihnen bieten möchte. Das ist zumindest mein Versprechen hier an der Stelle, dass Sie das am Ende hoffentlich von mir vermittelt bekommen haben, was und wie Sie Investui nutzen könnten, wenn Sie es denn wollten. Dadurch, dass es aktive Trading-Strategien sind, könnten Sie es natürlich auch selbst machen. Aber es soll natürlich auch ganz klar als Vertreterin des Themas Investui, mit Investui haben Sie ja auch weniger Aufwand. Da möchte ich Ihnen natürlich auch zeigen, was gewinnen Sie denn dadurch, dass Sie mit Investui zusammenarbeiten. Und das schlägt sich auch in diesem Titel nieder, den ich hier ausgewählt habe. Ich hoffe, Sie haben bis hierhin den Risikohinweis gelesen. Wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, das sind wirklich Informationen zu Informations- und Schulungszwecken. Keine konkreten Handelsaufforderungen. Eine konkrete Handlungsaufforderung ist, wenn Sie Fragen haben, bitte fragen Sie, was Sie fragen wollen. Wir haben heute die große Chance, auch uns dazu einfach auszutauschen. Ich bin für jede Frage offen. Aber nochmal zurück zum Thema und zur Überschrift. Ich will zeigen, dass Sie keinen Aufwand haben. Ich will zeigen, was für ein Selbstverständnis wir haben. Wenn ich hier von Ihr Portfolio spreche, dann gehe ich tatsächlich davon aus, dass Sie schon in etwa einige Anlagen kombiniert haben, strategisch gesehen, um Ihre Finanzen zu steuern und langfristig pushen. Dahinter versteckt sich dann wiederum, dass ich nicht von einem One-Hit-Wonder sprechen möchte, sondern von etwas sprechen möchte, was langfristig von Ihnen genutzt werden kann als Diversifikation zu einem existierenden Portfolio. Und pushen dahinter verbirgt sich in der Tat die Rendite. Also auch da möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie mit dem Ansatz, den ich quasi als Angebot, wenn man etwas möchte, womit man wenig Aufwand hat, was man als Diversifikation neu in sein Portfolio nehmen will, dann sollen Sie auch wissen, worauf Sie sich einlassen und was Sie als Ergebnis auch erwarten dürfen. Ja, so ist eigentlich dieser Titel zu verstehen. Wann und wie kam ich auf diesen Titel? Die ersten 3 Folien sind so ein bisschen eine Herleitung zum eigentlichen Thema. Es ist ja tatsächlich so, und das erfahre ich ja auch jeden Tag am Telefonat, dass Anleger zum Jahreswechsel überlegen, wie waren eigentlich die Ergebnisse im letzten Jahr bei meinen Finanzen. Sie bekommen Schreiben vielleicht von Ihren Dienstleistern mit Hinweisen, was gut lief, was schlecht lief. Sie haben Kontoauszüge. Also Sie haben etliche Mittel, um selber festzustellen, sind Sie gut aufgestellt oder sind Sie weniger gut aufgestellt? Und daraus entwickeln sich oftmals auch die Ausrichtung fürs neue Jahr. Muss ich was verändern? Sollte ich was hinzunehmen? Und welche Anlagen habe ich, die ich ergänzen kann oder vielleicht auch streichen kann? Mit dem Streichen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil die meisten Anlagen, auch die Sie hier sehen, haben ja zu bestimmten Zeiten durchaus eine gute Funktion. Sie bilden halt eher eine klassische Diversifikation. Das, was ich zeigen werde, ist eher eine Ergänzung aus dem aktiven Bereich. Das, was viele Anleger selbst gar nicht haben, den Zugang zu den Märkten oder zu den Strategien, die ich zeigen werde. Aber hier aus der Quelle vom Bundesverband Deutscher Banken sieht man nochmal, was die meisten Anleger, das war jetzt hier eine repräsentative Stichprobe von 1000 bevölkerungsrepräsentativen Menschen gesagt haben, was sie nutzen. Und das ist eigentlich auch das, was ich klassischerweise unter Buy and Hold verstehe, wozu wir uns im Grunde genommen als Diversifikation betrachten. Hier waren es die bevorzugten Anlageprodukte 22 und 23. Und man sieht beispielsweise 23, dass das Tagesgeld wesentlich stärker wurde und dass Sparpläne oder auch Fondsanteile weniger genutzt wurden oder auch genutzt werden vielleicht in Zukunft. Das ist natürlich Begebenheiten oder auch Zinsentscheidungen geschuldet, dass hier im Rahmen dieser Anlageprodukte ein Wechsel stattfindet.
Gold hat ein bisschen zugelegt, kann man auch verstehen, gerade bei inflationsgefährdeten Zeiten, dass man das als ja, sicheren Hafen betrachtet. Und man sollte Gold natürlich immer in Relation zum Papiergeld, ist immer gut beraten, im Portfolio zu haben. Was mich aber hier ein bisschen gewundert hat, und da muss ich noch mal einhaken, dass hier beispielsweise auch die Kryptowährungen zugenommen haben. Nichts gegen Kryptowährungen im Allgemeinen, aber wenn man beginnt, doch ein bisschen aktiver zu sein und vielleicht auch im spekulativeren Bereich unterwegs ist, dann wundert es mich tatsächlich, dass hier die Kryptowährungen genannt werden. Ob das ist in der Studie nicht 100% rausgekommen, ob das damit gemeint ist, dass es die Tendenz zu kurzfristiger Geldanlage mit Fokus auf Rendite, ob das damit gemeint ist. Ich fürchte ja, weil dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde ja auch ein bisschen was zu Futures und CFDs vielleicht sagen können am Rande, aber das sind ja alles auch lange bewährte Produkte im Onlinehandel. Futures sind börsenreguliert, da ist die Transparenz zu 100%. Bei Kryptowährungen, die unreguliert sind, die sehr volatil sind und die auch anfällig sind für, sage ich jetzt mal, kriminelle Aktivitäten, schauen wir mal zurück die letzten Jahre, was da mit verschiedenen Kryptobörsen passiert ist. Also wenn man tatsächlich bereit ist, da ein bisschen riskanter ans Werk zu gehen, da wundert es mich, dass man nicht eher dann auf reguliertere Produkte sich stützt, um die auch mal kennenzulernen oder auch die Anbieter dieser Produkte kennenzulernen. Also es ist ganz persönliche Meinung. Schön finde ich es schon, wenn die Tendenz zu kurzfristigeren Anlagen geht. Davon würden wir auch profitieren, weil wir ja uns, wie gesagt, als Ergänzung zu diesen klassischen Diversifikationen sehen. Die Zufriedenheit ist in 2023 gestiegen, wenn wir uns dann nochmal anschauen, wenn man überwiegend klassisch unterwegs ist mit Aktien, ETFs oder Sparplänen, wundert es nicht. Es war ein sehr gutes Jahr, gerade sehr starke Aktienmärkte. Ich habe es ja auch nochmal notiert, auch nochmal die Börsenrallye zum Ende des Jahres hat ganz sicherlich vielen Anlegern positive Erträge erbracht. Wir sind da jetzt in etwa nochmal auf dem Niveau von 2020. Aber man sieht auch die Volatilität in der Zufriedenheit über die anderen Jahre. Und das war mir auch nochmal wichtig zu zeigen, dass diese klassische Geldanlage sehr abhängig ist, auch von, ja, von den Aktienmärkten, von vielen anderen Dingen, dass hier die Zufriedenheit ist. Wenn es darunter geht mit den Aktienmärkten von der Korrelation her, dann hat man auch, dass die ETFs nicht funktionieren, dass vielleicht Sparpläne auch nicht mehr so greifen. Und da wäre doch aus unserer Sicht heraus tatsächlich der Ansatz für eine aktivere Geldanlage, um die hier mit hereinzubringen, weil aktivere Geldanlage bedeutet für uns beispielsweise auch kein Dauerinvestment, kein Buy and Hold, sondern wir haben, und die Strategien, die ich zeigen werde, die dauern 1,5 Tage, die dauern zum Teil bei uns nur 6 Stunden, die längste Position 8 Stunden. Das ist etwas, wo wir genau da angreifen, dass dieses Dauerinvestment oder dieses Dauerexposure einfach nochmal einen Gegenpol erzeugt. Und ja, und dadurch erhoffen wir uns natürlich, dass die Zufriedenheit in den Portfolien durch eine weitere Diversifikation erhöht werden kann. Ja, und wir haben auch gesehen, auch diese Studie zeigt das auch, dass tatsächlich das Thema Rendite hier nochmal größer geworden ist. Also auch das war ein Punkt, den ich mitnehmen wollte. Also es besteht die Tendenz eher zu kurzfristigeren oder zumindest, dass das eher mal versucht wird. Es besteht hier auch die Tendenz dazu, dass mehr auf Rendite geschaut wird, also dass die Ergebnisse aus dem klassischen, obwohl die Zufriedenheit im letzten Jahr besser war als in den Jahren zuvor, dass trotzdem geschaut wird, dass die Rendite Lücken, wie die durch Inflation oder entstehen durch steigendere Preise, dass die geschlossen werden. Eine Aussage dieser Studie ist auch, dass viele sich vorstellen können, also hier nochmal ein Drittel der Befragten, ein höheres Risiko einzugehen. Da sinkt auch die Bereitschaft mit wachsendem Alter.
Aber da muss ich auch sagen, und ich hoffe, ich zeige das auch, dass ein höheres Risiko, das muss man definieren. Also das, was wir beispielsweise und das, was ich Ihnen zeige, hat sicherlich aufgrund von Futures und CFDs ein höheres Risiko, ist aber eher als rationales Risiko zu verstehen durch den kompletten Kontext, den wir haben und durch die Strategien, die wir nutzen. Und ja, da steige ich auch genau ein. Also ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass in die Geldanlagen, in die klassischen Geldanlagen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, wir mit maßgeschneiderten Strategien als kurzfristige Geldanlage mit Fokus auf Rendite einen Mehrwert bieten können und das auch langfristig optimieren können. Und was ist denn der Inhalt nun, von dem ich die ganze Zeit spreche? Was macht denn Investui? Investui nutzt saisonale Kalendereffekte. Ich weiß nicht, ob Sie Kalendereffekte nutzen oder ob Sie diese auch schon mal zumindest gehört haben. Man spricht hier Kalendermuster, Kalendereffekte, Markteffekte, Marktmuster, Marktanomalien. Also es gibt so viele Begrifflichkeiten für ein und dasselbe. Und ein und dasselbe, das bedeutet, dass Kurs und Kalender eine Korrelation zeigen. Nicht immer gleich, aber sie tendieren dazu. Und Sie werden sehen, es gibt eine Statistik, die zeigt, dass immer wieder ähnliche Verläufe an den Kapitalmärkten zu finden sind, vergleichbare Preismuster für verschiedene Produkte zu vergleichbaren Zeiten. Sell in May and go away kennt man, die Jahresendrallye kennt man, Halloween. Es gibt so viele verschiedene Begrifflichkeiten, die darauf sich beziehen, dass zu bestimmten Zeiten wiederkehrende Muster an den Kapitalmärkten stattfinden. Das sind wie Rhythmen, kann man das verstehen, wobei da keine Garantie ist, dass man das kalkulieren kann und immer eins zu eins tatsächlich stattfindet, sondern es geht wirklich darum, dass sie statistisch belegt sind. Und dazu komme ich aber gleich noch. Und das macht sie auch so robust und das macht sie auch so verlässlich über die Zeit. Ja, diese Kalendereffekte, die findet man in allen möglichen Instrumenten von Aktien, Indizes, Rohstoffe vor allen Dingen. Da ist oftmals das Wetter spielt da eine Rolle, dass man bei Rohstoffen immer wiederkehrende Muster sieht. Es gibt langfristige wie jährlich, monatlich, wöchentlich. Es gibt zum Teil auch tägliche, also es gibt verschiedene Perioden, durch die diese Kalendereffekte geprägt sind. Wir machen beispielsweise nur kurzfristige. Sell in May and go away geht über Monate oder andere auch. Aber wir wollen ja eine Diversifikation sein. Wir wollen kein weiteres, das gleiche, nochmal das gleiche machen, was eh Buy-and-Hold-Strategien machen. Wir wollen einfach einen Gegenpol dazu bieten und es auf kurzfristige und legen es auf kurzfristige Effekte an, die allerdings über Jahrzehnte und Jahrhunderte nachgewiesen sind. Bei uns auf der Internetseite finden Sie verschiedene Studien. Wir haben die ins Deutsche übersetzt, aber da sehen Sie auch noch mal, was sich dahinter verbirgt, weil die Wissenschaft und die Akademiker, machen sich seit Jahren und Jahrzehnten große Mühe, herauszufinden, warum das so ist. Ne? Man macht sich auf die Suche nach dem fundamentalen Basiseffekt. Es gibt einen Kalendereffekt, Kurs und Kalender bewegen sich ähnlich zu vergleichbaren Zeiten, aber man will wissen, warum. Und da spricht man von fundamentalen Basiseffekten oder Triebeffekten, die dazu führen, dass Marktteilnehmer sich immer vergleichbar ähnlich verhalten. Ne? Und je stärker oder je mehr fundamentale Effekte für einen Markteffekt sprechen oder belegt werden, umso robuster sind sie und so stärker treten sie auf oder zumindest ist die Regelmäßigkeit besser belegbar. Und diese Akademiker haben also nicht nur das untersucht in, sage ich jetzt mal, auf fundamentaler Basis, sondern sie haben auch statistische Beweise belegt, also wirklich reingegangen in die Tiefe, in welchen Aktienmärkten, bei welchen Indizes, viele, viele Märkte untersucht und es gibt sowohl breite als auch sehr detaillierte Untersuchungen zu Markteffekten. Dass sie funktionieren und gibt einen, sag ich mal, einen Punkt, ob Sie das jetzt so nachvollziehen können, hoffe ich. Aber es gibt sehr viele professionelle Anleger, die setzen auf saisonale Effekte. Wenn Sie sich Webinare anschauen, also, und dort professionelle Trader treffen,
werden Sie häufig, wirklich sehr häufig auf saisonale Effekte treffen. Die, die ich heute zeige, zum großen Teil, aber auch andere. Aber das zeigt auch nochmal, dass diese Saisonalität also nur zu bestimmten Zeiten, zu verheißungsvollen Zeiten zu handeln, dass die stabil sind und dass die dann genutzt werden, auch von Professionalen, ihr eigenes Portfolio immer wieder zu diesen bestimmten Zeiten ja, zu verbessern. Das ist ein Beleg, wie wir finden von Investui. Und wir selbst haben den Anspruch, mit dem, was wir für sie tun, auch eine Diversifikation, also so ähnlich wie die professionellen Anleger es machen, die damit eine Diversifikation zu ihrem eigenen Portfolio hinzunehmen, möchten wir Ihnen das auch nochmal als taktische Position für Ihr strategisches Portfolio anbieten. Und aus unserem Portfolio von Investui habe ich heute zwei Strategien mitgebracht. Hier beispielsweise der Turnaround Use Day, der auch schon seit über Jahrzehnten sowohl in der Literatur besprochen wird, als auch von vielen professionellen Anlegern immer und immer wieder genutzt wird. Können Sie selbst suchen im Internet und dann finden Sie viele Aussagen dazu und auch viele Schriften und auch Ergebnisse. Diese Strategie, die setzt eigentlich an dem Punkt an, dass der Dienstag der stärkste Tag der Woche im Aktienmarkt ist. Das ist auch statistisch belegt. Da kann ich halt heute nicht mehr in die Tiefe gehen, aber ich könnte Informationen nachliefern oder Sie kommen gerne zu einem Spezialwebinar von Investui. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass Dienstag tendenziell der stärkste Tag ist. Das hat unterschiedliche Gründe, aber es ist nachgewiesen, dass dem so ist. Und darauf zielt der Turnaround Tuesday ab. Aber nicht nur, um diesen starken Dienstag mitzunehmen, sondern eigentlich wollen wir relativ tief einsteigen, um diesen starken Dienstag noch besser mitzunehmen. Und da kommen verschiedene Sachen ins Spiel, um diese Schwäche, die wir benötigen oder die wir finden wollen, um dann diese Transaktion für die Kunden machen zu können. Wir schauen uns an, wie der Markt sich verhält. Und oftmals ist es so, wenn man freitags sieht, dass die Kurse fallen, sieht man auch wirklich, dass viele professionelle Anleger ihre Positionen verkaufen. Das ist oftmals der Hintergrund, wenn der Freitag sehr stark anfängt, auch zu fallen. Diese professionellen Anleger machen dies, weil sie einen Wissensvorsprung haben. Sie haben gehört, dass zum Wochenende Nachrichten rauskommen, die zu Krisen führen können, die zu Verunsicherung führen können, Entschuldigung. All das wissen professionelle Anleger häufig mehr als die privaten Anleger. Und sie verkaufen. Der private Anleger, der hört das erst am Wochenende. Also er hat einen Börsenbrief oder andere Informationen über die Medien, die er bekommt und kriegt dann natürlich, wird ein bisschen unruhig, weil er am Wochenende keine Möglichkeit hat, seine eigenen Positionen zu verkaufen und wartet darauf, dass die Märkte öffnen zum Montag hin und verkauft dann auch seine Positionen. Und man sieht dann weiter über den Montag, dass die Preise fallen. Da zeigt sich schon die Schwäche, von der ich eben gesprochen habe. Aber wir schauen dann trotzdem nochmal zum Ende des Montags um 17:30 Uhr, schauen wir nochmal auf einen bestimmten Indikator. Es ist der 34-Tagesgleitende Durchschnitt, da mache ich kein Geheimnis draus. Da sieht man auch nochmal, ob tatsächlich diese Schwäche im Markt gegeben ist und ist dann der Kurs unter diesem 34-Tagesgleitenden Durchschnitt. Also dann sieht man auch, dass sich das über längere Zeit auch hergeleitet hat und jetzt eine akute Schwäche hat und dann gehen wir in diese Position mit einer Long-Position. Und dann mit dieser Long-Position versuchen wir, diese Stärke am Dienstag auszunutzen. Das machen auch professionelle Anleger. Die decken sich auch schon wieder ein am Montagabend, ne? Also die kaufen billiger ein, als sie verkauft haben und setzen auch darauf, dass die Stärke am Dienstag kommt, dass die Erholung auch über die Zeit einsetzt. Auf jeden Fall ist es für sie eine gute Chance, billiger einzukaufen an den Aktienmärkten als vorher.
Und die Position, also unsere Position, läuft dann bis montags und dann wird sie aufgelöst. Dieses Verhalten, das, was ich jetzt auf der Tonspur gesagt habe, das ist in zahlreichen Studien belegt, dieser fundamentale Effekt, aber auch die Stärke des Dienstags. Also es gibt eine Bandbreite, die das belegt. Diese Strategie schafft es auch, besser zu sein als der DAX, selbst wenn der DAX sehr gut läuft. Und es gibt stabile Ergebnisse seit 2008. Selbst in kritischen Zeiten war diese Strategie oftmals eine sehr verlässliche Strategie, weil diese Basiseffekte nicht wegfallen. Sie hat natürlich auch diese Psychologie, dass man billig einkauft. Sie hat aber auch die Psychologie, weil es nicht stetig jeden Montag gehandelt wird, sondern ein potenzieller Markteffekt ist, im Sinne von, diese Schwäche muss nachgewiesen sein. Und dann hat sie natürlich auch weniger Orders und damit auch weniger Kosten. Wir decken das Ganze ab über Futures oder auch CFDs. Das sind einfach hochliquide Instrumente mit einem hohen Volumen, die sich sehr gut für Ein- und Ausstieg eignen. Und die, sage ich jetzt mal, Intraday keine übermäßige, ja, einfach eine gleichmäßige Verlauf haben, keine übermäßige sprunghafte Volatilität, wollte ich sagen. Also wir arbeiten mit diesen Strategien nur auf diesen Pup, auf diesem DAX, auf dem Mini-DAX und auf anderen, mit anderen Strategien, auch auf populären Instrumenten. Wir würden niemals Exoten handeln, die mit irgendwelchen größeren Überraschungen daher kommen können. Ja, und wir haben beispielsweise in 2023 diese Strategien insgesamt 19 Mal gehandelt. Sie hat eine sehr gute positive Trefferquote erzielt und ist eine der zuverlässigsten Strategien in der Vergangenheit. Und dieser Indikator, den wir nutzen, ja, der macht sie noch besser, die Strategie, als immer und immer montags einfach long zu gehen. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, ne? Also man muss wenn man selbst handelt als aktiver Trader, muss man diese Technik auch anwenden. Aber es ist durchaus machbar und wir haben ja auch sage ich jetzt mal, aus dem Kundenkreis von WH Self Invest viele, die diese Strategie selbst aktiv handeln. Aber die Kunden von Investui, die sind natürlich recht froh, dass wir diese Arbeit, diese Analyse, ist das jetzt der Zeitpunkt, diese Strategie zu handeln oder setzen wir aus? Das übernehmen wir ja komplett. Und dann, wenn es so ist, dass wir sagen, es ist Zeit, diese Strategie zu handeln, dann machen wir das auch für unsere Kunden, ja, als verwaltetes Konto. Hier sieht man auch nochmal die Parameter. Das ist auch sehr einfach, muss man sagen, von den Parametern, wie diese Strategie gestrickt ist. Es ist der Mini-DAX, sagte ich. Es ist eine Long-Position. Maximal einmal wöchentlich. Montags geht es in die Position, dauert 1,5 Tage. Zack, das war's. Das sind die Parameter der Strategie. Und auf der rechten Seite sieht man auch noch mal den Punkt, den ich eingangs sagte, langfristig pushen. Diese Strategie sehen Sie in dieser Grafik wiedergespiegelt seit 2009. Immer dann, wenn diese Strategie gehandelt werden konnte, dann ist das in diese Vermögensverlauf mit eingeflossen. Sie sehen, die Richtung stimmt grundsätzlich, aber es ist natürlich kein Versprechen, was ich hier gebe, dass Sie nur Gewinner haben werden, dass das eine eierlegende Wollmilchsau ist oder eine Gelddruckmaschine. Es ist eine Strategie wie viele andere. Sie kann nicht immer funktionieren, aber aufgrund dieser fundamentalen Basiseffekte, aufgrund dieser starken Untersuchungen, die Dinge, die mit hier einfließen, ne, die einfach diese Beschreibung und ja, geliefert haben, die sorgen dafür, dass diese Strategie dauerhaft sehr erfolgreich ist und in unserem Portfolio ja, unter den ja, ich glaube, die zweitbeste Strategie neben dem Monatsendeffekt ist. Wenn Sie Fragen haben dazu, gerne nochmal im Anschluss. Ja, und dann komme ich zum Friday Gold Rush. Das ist die zweite Strategie. Ich sagte eben eingangs schon, dass Gold irgendwie in jedes Portfolio als Ergänzung und als Diversifikation gehört. Und das haben wir uns auch gedacht. Aber auch da sind wir uns treu geblieben. Wir wollen kein Dauerinvestment. Wir wollen keine klassische Diversifikation. Wir wollen etwas anderes. Wir wollen etwas Kurzfristiges.
Und beim Friday Gold Rush sehen wir, dass die Freitage auf lange Sicht die beste und höchste Rendite haben. Und von daher haben wir uns da angeschaut, was gibt es denn da für Strategien? Und es ist natürlich der Friday Gold Rush, den Sie vielleicht auch schon an anderer Stelle gehört haben. Dieser Friday Gold Rush ist ein wöchentlicher Effekt und auch da sind die Parameter sehr einfach. Es ist der Gold Future oder CFD, es ist eine Long-Position, einmal wöchentlich, Donnerstag, es dauert 1,5 Tage und wird freitags von uns verkauft. Hier sehen Sie eine etwas volatilere Kurve für diese Strategie, weil das Gold an sich etwas volatiler ist. Also es reagiert viel stärker auf Nachrichten und auf eine Gesamtsituation an den Märkten. Aber auch hier ist es eine Strategie, die über die Zeit sehr, sehr gute Ergebnisse erbracht hat. Und auch diese Strategie war in der Vergangenheit und besser gesagt in 2023 eindeutig eine positive Strategie. Ich zeige auch gleich auf der Internetseite, weil sie läuft aktuell. Ja, und sie funktioniert mit anhand dieser simplen Parameter dadurch, dass Gold auch verschiedene fundamentale Effekte hat oder Triebfedern hat, um zum Wochenende hinzusteigen. Deswegen handeln wir von Donnerstag bis Freitag. Die Strategie gibt sogar her, dass sie bis zum Montag gehalten wird und dass man erst dann die Position schließt. Da haben wir uns wiederum aus Risikogründen, das kann mich nochmal wiederholen, keine langfristigen Positionen, möglichst die Risiken gering halten, rationale Risiken anwenden. Deswegen verkaufen wir die Position zum Freitagabend, damit die Position nicht übers Wochenende läuft. Es gibt keine Rechtfertigung in den Erträgen, das Risiko über das Wochenende zu tragen. Dann haben wir den fundamentalen Hintergrund, und zwar nicht nur einen, sondern gleich zwei, die hier eintreten. Und zwar auf der einen Seite sind es die Investoren, kleine wie große Investoren, die zum Wochenende hin sich absichern wollen, sobald auch unsichere Verlautbarungen in der Luft liegen. Auch die wollen sich absichern. Also entweder läuft das Portfolio eh schlecht und man will mit Gold eine Diversifikation, aber besonders dann, wenn man einen sicheren Hafen braucht für die Dinge, die vielleicht übers Wochenende verkündet werden, da hilft natürlich eine Goldposition kurzfristig. Weil man sieht halt auch oft den schwachen Montag, das heißt, dass dann auch wieder das Gold häufig verkauft wird. Es gibt aber noch den zweiten Punkt und das ist die goldverarbeitende Industrie, vorzugsweise die Schmuckindustrie. Auch die möchte kein Gold am Wochenende in ihren Lagern halten. Das sind alles aus Gründen sage ich jetzt mal, das sind alles finanzielle Gründe, Sicherheitsgründe, dass man das nicht in den Lagern hält. Man will auch keine Wochenendarbeit, dass dann einfach jemand da ist und das weiterverarbeitet, sondern man versucht, das zum Wochenende hin zu bestellen, sodass das Gold Anfang der nächsten Woche geliefert wird und dann die Arbeit weiter fortgesetzt werden kann. Also hier gibt es zum Minimum schon mal zwei fundamentale Basiseffekte, die dahinter liegen, die dazu führen, dass das Gold wirklich signifikant zum Montag eine höhere Rendite zeigt. Auch ein Kalendereffekt oder ein Markteffekt, der verschiedentlich untersucht worden ist, wissenschaftlich. Viele statistische Daten gibt es dazu. Wir haben viele Daten dazu, weil wir machen es ja seit 4 Jahren auch live, im Live-Betrieb. Aber wir haben ja auch die Daten seit 2009 und sehen ja auch, dass genau das regelmäßig eintrifft. Und ich sage halt immer regelmäßig, damit nicht der Eindruck entsteht, dass man mit Investui oder mit unseren Strategien hundertprozentige Gewinne hat. Das ist nicht möglich. Aber Sie haben zumindest eine Strategie, die auf sehr starken Daten beruht und auch der Backtest einfach sehr weit zurückgeht, der genau diese Statistik dann auch befriedigt.
Hier spielt auch die Wiederholung eine Rolle, ne? Also jede Statistik hat einen positiven Erwartungswert, der erfüllt werden will, wenn man sie als Signalgeber handelt. Man kann natürlich auch Saisonalitäten als Filter handeln oder als Ergänzung zur Entscheidungsfindung. Wir handeln sie ja wirklich als Signal und da muss einfach die Regelmäßigkeit gegeben werden, um dann auch die Ergebnisse wie gewünscht zu erzielen. Wir haben den Friday Gold Rush in 2023 50 Mal gehandelt. Auch hier eine sehr, sehr gute positive Trefferquote. Und ja, sie ist auch in 2023 eine von vier positiven Strategien in unserem Portfolio. Ich zeige mal ganz kurz, weil auf unserer Internetseite, was da im Moment läuft. Wir haben heute, das ist beispielsweise unsere Internetseite, falls Sie sie nicht kennen, die ist relativ schlank gehalten, also es gibt keine Unterseite und nochmal Unterseite. Wir geben den Investui-Kunden und auch den Interessenten wie Ihnen gerne die Möglichkeit, sich anzuschauen, was wir tun, wie wir es tun und was dabei rauskommt. Und dazu gehört beispielsweise, dass wir immer dann, wenn der Friday Gold Rush beispielsweise wie heute gehandelt wird, es ist das zweite Mal in diesem Jahr, es ist der zweite Trade, der in diesem Jahr gemacht wird, zeigen wir Ihnen ab dem Einstieg hier, wo sind wir eingestiegen, bei welchem Preis? Diese 5 Mikrogold Februar, das ist unsere Position für unser Futures Musterdepot. Auch da handeln wir Futures oder CFDs. Was wir zeigen, sind Futures, weil es halt einfach auch sehr, sehr transparente Produkte sind und Sie das auch, wenn Sie an die Börse gehen, an der COMEX, sehen Sie auch den Verlauf von Mikrogold. Also dann sehen Sie auch, wie das alles zusammenpasst. Gold als Future ist auch ein liquides Instrument und dazu zählt genau das, was ich eben gesagt habe, eignen sich einfach sehr, sehr gut für den kurzfristigen Handel. Ich kann es nicht oft genug betonen, wir wollen keine weitere Buy-and-Hold-Strategie anbieten. Wenn Sie sich dafür interessieren, die Musterdepots mal anzuschauen, wir haben hier das Langfristige. Ich erwähne es nur kurz und dann gehen wir auch weiter mit den Strategien. Wir haben einmal die Musterdepots 2020 bis 2024. Das sind die fortlaufenden Konten seit 2020. Ich mache mal ganz kurz runter. Hier sehen Sie tatsächlich jeden einzelnen Trade oder jede einzelne Transaktion, die stattgefunden hat seit Beginn von Investui. Einmal in einem Futures-Konto und einmal im CFD-Konto. Links Futures, rechts CFDs. Genau. Dann haben wir die Ergebnisse aus dem letzten Jahr und da sehen Sie, das ist quasi das kurzfristige Musterdepot oder die Musterdepots, auch wieder links Futures, rechts CFDs. Aber auch da, Sie sehen jeden einzelnen Transaktion, die wir da gemacht haben. Und dann sind wir hier beim Musterdepot 2024. In diesem Jahr sind wir sehr hervorragend gestartet. Wir haben bis jetzt den Pound Shorter zweimal gehandelt, einmal den Friday Gold Rush. Den Pound Shorter habe ich jetzt nicht erklärt in diesem Webinar. Aber da können Sie einfach mal reinschauen, ja, welche Form von Transparenz wir auch unseren Kunden bieten. Und in diesen Musterdepots, das sind alles verwaltete Konten, also da müssen die Kunden auf jeden Fall nichts selbst tun. Ja, und dann, das war der Friday Gold Rush. Jetzt komme ich auch noch mal eingangs zum Titel. Wie war das gemeint? Wie Sie mit minimalem Aufwand. Das war das, die erste Hälfte des Titels dieses Webinars. Also Sie müssen weder eine Chartanalyse noch eine Fundamentalanalyse machen. Man kann diese Strategien tatsächlich als Signal nutzen und man kann sie dementsprechend auch handeln, so wie wir das machen. Aber da ist natürlich die Wiederholung für diesen positiven Erwartungswert wichtig. Aber im Vorfeld, wenn Sie die Parameter, wenn Sie für sich entschieden haben, das auch selbst zu machen und wissen, wann Sie einzusteigen haben, dann haben Sie tatsächlich einen wesentlichen Aufwand im Traden oder im Investieren auch vermieden.
Also, Sie brauchen, was Sie brauchen, ist ein Vertrauen in empirische Daten und Wissenschaft. Sie müssen bei uns auf der Internetseite Vertrauen haben, dass das, was wir da schreiben, dass das auch stimmt. Sie können natürlich für alles auch einen Kontoauszug nachfragen oder einen Beleg nachfragen. Also Sie kriegen natürlich als Kunde auch einen Beleg dementsprechend. Aber Sie müssen so eine gewisse Haltung mitbringen, dass Sie ja für empirische Daten und Vorgehen und Ansätze auch offen sind. Wir können schlecht, das muss man einfach auch an der Stelle sagen, wir können ja schlecht, wenn beispielsweise der übergeordnete Trend eher fallend ist und wir trotzdem eine Long-Position machen, wir würden keine Short-Position machen. Niemals, weil einfach die statistischen Daten genau das zeigen, was wir machen. Und da ist es schwierig dann auch zu diskutieren. Deswegen muss ein gewisses Vertrauen genau in diese Daten und in die Wissenschaft da sein. Sie haben einen minimalen Aufwand, weil Sie haben absolut hilfreiche Leitplanken, die Ihnen helfen, aussichtsreiche Momente. Man geht nur dann fischen oder jagen, wenn die Zeit dazu ist, oder man geht nur dann ins Kaufhaus, wenn es geöffnet ist. Also aussichtsreiche Momente, das ist hier wichtig. Das Timing, wann rein, wann raus, das Produkt. Also das ist nochmal das, was ich sagte, auch mit den liquiden Instrumenten und keine Exoten. Die Haltezeit ist kurz, die Richtung ist klar. Das ist das, was ich eben sagte. Man kann das Ganze anpassen und Optimierungen durchführen, wenn man das persönlich und selbst machen will, aber es ist optional. Sie sehen, dass die Parameter, so wie wir sie haben, über die Zeit hinweg erfolgreich waren. Und man muss natürlich, wenn man diesen minimalen Aufwand gerne hätte, muss man auch diese Fokussierung schätzen, beispielsweise diese vier Strategien. Es sind keine 7, 8, 9, 10, weil genau hier die Diversifikation auch intern greift, ne? Also wir wollen nicht noch, noch und noch und noch, sondern das sind vier handverlesene Strategien, die wir haben. Ja, und Ihr Portfolio langfristig pushen, ja, da komme ich noch mal mehr oder weniger auch zum Ende. Das ist jetzt tatsächlich dieser langfristige Chart mit allen vier Strategien seit 2009. Das ist die Bruttorendite, aber wir haben hier auch jede einzelne Transaktion drin von allen vier Strategien und Sie sehen, das ist ein geglätteter Portfolioeffekt und das ist das quasi mein Angebot mit diesem Portfolio mit der internen Diversifikation, die wir anbieten, Ihr eigenes strategisches Portfolio aktiver zu gestalten. In 2023 haben wir eine Nettorendite, also nach Kosten, also nach 100% allen Kosten, haben wir 37,4% für das Futures-Musterdepot erreicht. Auch hier sage ich nochmal, die Grafik ist immer die richtige Richtung. Wir haben einen Anlagehorizont von ja, Minimum 1,5, 2 Jahren, sodass dann auch mal Schwächephasen auch nochmal ausgeglichen werden. Die gibt es, das sieht man hier auch. Aber Sie sehen auch, aufgrund der Produkte, Futures und CFDs, ist immer die Erholung, die danach stattfindet, immer sehr, sehr gut und sehr, sehr ausgezeichnet. Ich habe heute verzichtet auf den Pound Shorter und den End of Month. Ja, aber was ich Ihnen halt näher bringen wollte, waren diese Punkte, dass Sie mit Investui und dem verwalteten Konto tatsächlich Ihren Aufwand reduzieren. Sie kriegen den Mehrwert, und das war auch das, was ich am Anfang versucht habe oder versprochen habe. Der Mehrwert darin steckt, dass Sie mit dem Service von Investui ein stabiles Setup haben, die maximale Diversifikation von allen Strategien bestehen bleibt, weil diese vier Strategien, das ist ein Kleeblatt, das ist wie ein Orchester, die spielen zusammen die beste Musik. Und weil sie intern einfach eine sehr starke Diversifikation haben und eine Auswahl von einzelnen Strategien führt sehr selten zu einem besseren Ergebnis. Es sind schon diese vier und ja, und mit Investui bieten wir halt diese Strategien im Verbund an und entbindet von Aufwand, es entbindet von Stress, von Emotionen. Na, also ob Sie, wenn Sie den Friday Gold Rush, wenn der mal zwei Verlierer hintereinander hat oder drei hat, dann nochmal sich trauen, den zu handeln. Und also da kommen einfach auch Ängste hinzu, aber auch Gier. Wenn Sie selbst handeln und er ist zwei, dreimal gut gelaufen, ob Sie dann auch bei Ihrer Positionsgröße bleiben oder dann nicht auf einmal ja, eine viel größere haben, die Sie dann letztlich aufgrund von einem Verlust um Ihre hart erarbeiteten Gewinne bringt, das ja, wird sich zeigen. Auf jeden Fall dieser statistische Erwartungswert, der wird von Investui erfüllt, weil wir immer
alle Transaktionen handeln und damit auch, ja, würde ich gerne hier schließen. Und ich hoffe, dass ich dem Titel ein bisschen gerecht werden konnte, dass das Ihnen auch was gebracht hat. Und von daher bin ich gespannt, welche Fragen jetzt kommen. Ja, vielen Dank erstmal an dich, liebe Iris, für deinen Vortrag. Starten wir auch direkt in die Fragerunde und gehen wir nochmal zurück zur Strategie. Stell sicher, dass du dienstags Aktien besitzt. Die Frage dazu lautet, die Position Long läuft dann bis Montag und heißt das, ihr seid Mittwoch und Donnerstag nicht investiert? Also es heißt ziemlich genau, dass wir Montagabend erst in Position gehen, wenn sich das herausgestellt hat, dass diese Schwäche da ist. Dann gehen wir um 17:30 Uhr gehen wir in eine Long-Position und die wird gehalten bis Mittwochmorgen. Und Vielen Dank. danach, also Donnerstag und Freitag, wird diese Strategie niemals gehandelt, sondern sie hat wirklich die fixen Parameter und Timing von Montagabend bis Mittwochmorgen, aber auch nur dann, wenn tatsächlich die Bedingung zutrifft. Vielen Dank, Iris. Kann eine Position denn auch vorzeitig geschlossen werden und entstehen hier Zusatzkosten? Die Position kann vorzeitig geschlossen werden. Was wir versucht haben zu vermeiden, ist, dass Kunden direkt auf das Portfolio zugreifen können, weil dann genau diese Psychologie und diese Emotionen auch eine Rolle spielen. Und von daher kann das über eine Telefonorder. Es ist ganz einfach mit mir telefonieren. Wir sind ja von 8 bis 22 Uhr in der Regel da. Und dann werden wir für das jeweilige persönliche Trading-Konto die gewünschte Position dann schließen. Ja, es entstehen Zusatzkosten von 25 Euro, das muss man sagen, weil es ja nicht der Regelprozess ist, ne? Weil ein bisschen wird dann auch wieder von Mensch zu Mensch übertragen. Wir müssen gucken, ist es das richtige Konto, machen wir das Richtige. Und das führt natürlich auch zu Fehleranfälligkeit. Und wenn wir uns von diesem Prozess entfernen, dann dachten wir, dann müssen wir aber auf jeden Fall diese 25 Euro zumindest ja, erheben. Vielen Wird gar Dank. nicht, wird gar nicht so oft genutzt, muss man sagen. Also eher sagen die Kunden, okay, ich nutze das Timing, ich habe das verstanden, es ist ein systematischer Handel. Und die akzeptieren tatsächlich auch, dass Verlierer auch mal zu diesem Ansatz gehören. Aber es ist auch so, dass die oftmals, sage ich mal, wenn geschlossen wird, dann auch gerne im Gewinn geschlossen wird, weil dann einfach ja Psychologie auch noch mal dazukommt und man gar nicht mehr will, dass der Kurs noch mal fällt. Das ist eher die Variante. Vielen Dank. Nutzt ihr denn SeasonEx zur Ermittlung von statistischen Vorteilen? Also ich selbst nutze es, um das zu sagen, also für mich persönlich eher als privater Anleger. Aber hier in dem Bereich bei diesen Strategien brauchen wir es nicht. Aber es ist natürlich ein tolles Tool und wer mich kennt, weiß auch, dass ich mit der Thea Moratovic von SeasonEx gemeinsam Webinare mache. Also wir sind da schon vom Thema her sehr verbunden. Aber wir brauchen jetzt dieses Tool und diese Analyse nicht für unseren Ansatz. Das muss man sagen. Die ist eher aus dem akademischen Bereich, aber Sisenex könnte unsere Ansatz natürlich auch belegen, wenn man das möchte. Jetzt erreichen uns auch einige Fragen zu den Kosten von Investui. Könntest du uns mal einen groben Überblick verschaffen? Was kostet Investui und gibt es eine Mindestanlagesumme? Ja, das mache ich gerne. Also wenn man bei uns auf der Internetseite ist, ne, am besten hier oben einfach mal auf das Logo klicken. Dann ist man am Anfang. Und dann findet man hier unten rechts, findet man den Punkt, faire Gebühren. Und da findet man eigentlich alles, was ja, mit Kosten zu tun hat, hier. Also am Anfang sieht man erstmal die Nichtkosten. Das ist doch klar, dass wir das auch schreiben, weil wir sehen uns als langfristiges Investment, aber wir verzichten auf alle, sag ich mal, Kostenpunkte, die man sonst aus langfristigen Investments kennt, ne? Eintritts-, Austrittsgebühren und so weiter und so fort. Wenn man selbst das technische Setup, wir haben alles rausgenommen, was im Grunde genommen die Rendite verwässern kann und konzentrieren uns hier auf eine All-in-Order-Gebühr. Und das sind sowohl für Futures als auch für CFDs
Mamas rund 5 € oder 5 US-Dollar beim Kauf und beim Verkauf. Da ist alles mit drin, die Marktdaten, die historischen Daten, Börsengebühren. Das ist alles damit drin verwurstet, deswegen All-in-Order-Gebühr. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass beim Futures-Konto pro Lot das Ganze berechnet wird. Bei CFDs ist es eine Pauschale. Und dann gibt es hier noch einen Punkt, 2% pro profitabler Strategie. Das ist nach Ablauf des Jahres. Schauen wir uns jedes Konto einzeln an. Was konnten wir da an Nettogewinn erwirtschaften? Und nach Kosten, also komplett nach Kosten. Und dann gucken wir uns an, welche Strategien in dem Jahr positiv waren. Wir haben 4 und pro positiver Strategie legen wir 2% an, wenn sie profitabel war. Also maximal 8% würde dann auf den Nettogewinn gehen. Also 92% bleiben immer beim Kunden. Sind es nur 3 Strategien, dann sind es 6%. Sind es nur 2, dann sind es 4. Aber die Voraussetzung ist, dass der Kunde ein Gewinner ist. Und nur dann kommt das zum Tragen. Vielen Dank, Iris. Könntest du uns noch den Unterschied zwischen einem Vermögensverwalter wie Investuri und einem, ich sag mal, normalen Robo-Advisor erklären? Also, es gibt so unterschiedliche Robo-Advisor, ne? Und ich glaube, bei den Robo-Advisern stecken ja doch, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ist halt ein anderes Produkt. Also, von daher wäre ich da, glaube, würde ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, um jetzt jeden Robo-Advisor zu erklären. Aber bei dem Robo-Advisor spielen ja auch viele Marktbedingungen mit rein und performt etwas, performt es nicht. Also, das ist kontinuierlichen Anpassungen unterlegen. Auch mit unterschiedlichen Produkten, die da abgebildet werden. Nach welchen Kriterien, die das machen, weiß ich nicht. Aber es ist angeblich ja auch eine vollautomatische Anpassung eines Portfolios. Bei uns gibt es keine Anpassung des Portfolios, ne? Also wir verstehen uns als Vermögensverwalter, weil wir als WH Self Invest die Vermögensverwalterlizenz haben. Und unser Managed Account ist etwas, was nicht angepasst wird. Also wir haben uns im Vorfeld halt viele Gedanken gemacht, was wir nutzen und um dann auch nicht ständig etwas zu verändern und auch das Ergebnis quasi nicht mehr nachvollziehbar ist oder bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist. Bei uns weiß man immer, welche Strategien genutzt werden, warum sie genutzt werden, wie sie einzeln performt haben, wie sie gesamt performt haben und das auf Dauer. Und da ist auch nicht abzusehen, dass sich da etwas ändert. Bei einem Robot-Advisor ist eine ständige Bewegung meines Erachtens mit drin. Und ja, ich glaube, das ist der größte Unterschied. Beides sind automatische Ansätze, aber bei Investui ist ein sehr stabile, konstante Inhalt, die hier gehandelt werden. Vielen Dank, Iris. Jetzt kam gerade noch die Frage rein, gibt es denn die Möglichkeit, den Service von Investui einmal zu testen? Ja, also wir haben hier oben die kostenlose Demo. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier oben müsste das sein. Und da kann man diese Demo anfragen. Bei dieser Demo bekommt man im Grunde genommen den Hinweis, jetzt wird die Strategie gehandelt und warum diese Strategie gehandelt wird. Und man bekommt dann auch nochmal die E-Mail, wie der Ausgang der Strategie oder dieser Transaktion in dem Fall war. Es ist schwierig, ein Mandat oder eine Verwaltung zu simulieren, weil der Kunde nichts tun muss. Aber darüber bekommt er zumindest die Aufmerksamkeit, wann wir was machen. Also ich kann es auch nur empfehlen, weil darüber kommt man auch ins Gespräch und man versteht auch so ein bisschen, dass wir wie ein Schweizer Uhrwerk sind mit den Dingen, die wir tun. Ja, wir haben jetzt kurz vor 19 Uhr. Unser Online-Seminar neigt sich dem Ende entgegen. Vielen Dank für deinen Vortrag und die ausführliche Beantwortung der Fragen in der Fragerunde, Iris. Ich möchte Darf ich Ihnen, noch liebe eins Zuschauer. sagen, Jasmin? Vielleicht Sehr nur gerne. noch eins, ne? Also wenn man auch noch mal hier sich einzelne Ergebnisse anschaut und das ist ja quasi das Ergebnis über die Zeit. Hier unten drunter dieses Meer, da findet man auch noch mal Fakten und da würde ich einfach empfehlen, sich da noch mal kundzutun und ja und dann im Zweifelsfall mit Fragen auf mich zuzukommen. Vielen Dank, Iris. Ja, liebe Zuschauer, falls Sie da auch noch Links dazu brauchen, kann ich Ihnen sagen, Sie erhalten im Anschluss an diese Veranstaltung eine Mail, in der Sie alle weiteren Informationen finden. Außerdem wurde diese
Veranstaltung aufgezeichnet. Sie können sich dieses Seminar also jederzeit noch einmal anschauen und erhalten auch dazu den Link direkt im Anschluss. Ein Aufzeichnungsartikel wird morgen auf der Startseite von Finanznet erscheinen. Iris, ich möchte dich noch um ein Schlusswort zu unserem heutigen Abend bitten. Was möchtest du unseren Teilnehmern noch mit auf den Weg geben? Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und wenn ich nochmal zu den ersten Folien komme, dann möchte ich einfach nochmal den Appell haben, an alle, wirklich zu gucken, breit aufgestellt zu sein, ob das jetzt mit oder ohne Investui, das ist eigentlich an der Stelle egal. Breit aufstellen, gucken, dass man ja, sich einfach mit breitem Rücken an den Markt begibt. Das wäre sozusagen meins, was ich noch dazu sagen wollte. Diversifikation, ganz wichtig. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei dir für deine Expertise und deine Zeit bedanken, die du uns heute Abend gewidmet hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend und selbstverständlich alles Gute. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich freue mich darauf, Sie in einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren zukünftigen Investments. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Finanzen.net.